Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist... Wir sind gerade am Frühstücken. Es ist 8:30 und also ich habe noch nichts gegessen. Die Kinder sind gerade dabei. Ich zeige es euch mal, was wir hier so haben. Und einen Zauberstab, ne? Er hat so eine, ich habe so eine großen Grissinis gekauft. Und die mag er immer ganz gerne. Deswegen, er hat so ein Brot mit Honig, dann wollte er aber noch Butter oben drauf haben, deswegen das. Dann haben wir Tomaten, Weintrauben und eine Pflaume habe ich. Ellerchen hat auch, er hat noch Brot mit so einem Tomatenaufstrich von Lidl sind die, mit Hummus und mit auch mit Butter. Genau, und hier hat sie auch, ja genau, das Hummus. Und hier hat sie auch schon Tomate. Magst du noch Tomate haben, Ellerchen? Die magst du gerne, ne? Du hast auch Tomate, genau. Ella liebt Tomaten. Und sie macht das jetzt schon richtig super mit dem... Gabel. Du brauchst noch keine Gabel. Brauchst du eine Gabel? Ja. Ja? Ella macht das schon so toll jetzt mit dem Baby-Led-Weaning. Es landet auch schon immer mehr und mehr im Mund. Und sie kann uns jetzt auch schon richtig gut, dass sie so kleinere Teile schon aufpackt. Also so, wenn ich das jetzt so hier hinlege, also das kann sie jetzt auch schon... greifen. Genau, seht ihr. Und sofort in den Mund. Mahlzeit. Also man muss das gar nicht mehr so in Stickform bei ihr jetzt machen, weil sie auch schon kleine Sachen schön greifen kann. Genau. Jetzt will sie Kamera haben, ne? Und dann habe ich hier mein Brot schon angefangen, aber das muss ich nochmal zu Ende machen. Und dann hat mein Mann heute Morgen Blutorangensaft gepresst. Und normalerweise bekommt Ella noch gar nichts weiter. Also sowieso sowas nicht, aber... Ich dachte mir, dass wir das mal ausprobieren könnten. Mmh. Und? Schmeckt's? Mmh. Das ist Blutorangensaft. Lass sie heute zum ersten Mal probieren. So, Ellachen ist soweit fertig mit dem Essen. Ein bisschen Pflaume noch. Ist auch lecker, ne? Ja. Und jetzt kommt das große Aufräumen. Heute hat sie sehr viel geschweinert. Manchmal geht's, hält sie das echt in Grenzen. Heute, abum, landet die Pflaume auch wieder auf dem Boden. Also heute ist da ziemlich viel auf dem Boden gelandet. Ja. Aber, ja, da auch, ne? Ja. Aber es ist gar nicht so schlimm, ne? Dann geht man einmal mit einer Serviette rüber, nimmt das Gröbste weg. Und ganz viel ist aber auch im Bauch gelandet, ne? Oh. Ja. Hat's geschmeckt? Ja. Oh, ich komme mit meinem Auto hier an. Oh, hier ist ja zugesperrt. Darf ich hier durch? Nee. Hallo, ich möchte hier gerne durch. Ich muss hier durchfahren. Mama, kann die nicht langsam? Was ist da? Also sind sie am Bauen? Ja. Ah, hier ist eine Baustelle. Ja. Ah, was muss ich denn machen? Muss ich rumfahren? Ja. Oder wie kann ich fahren? Haben Sie eine andere Möglichkeit, wo ich langfahren kann? Langs. Kann ich hier vielleicht durch? Ja. Ja? Oh, das ist gut. Muss ich gucken. Es ist schmal, aber ich glaube, ich schaffe das. Oh ja, ich sehe es. Hier ist der große Kran, ne? Was bauen Sie denn? Ein Bulldozer. Bauen Sie einen Bulldozer? Ah, okay. Ui, da ist sogar ein Krokodil hier im Wasser. Und ein Monster Truck. Und ein Mann ist rausgefallen. Oder schläft der? Die lebt. Ah, der war am Schlafen, stimmt, hast du gesagt. Und die Zitazin ist auch am Schlafen. Ah, der ist auch am Schlafen. Okay, da müssen wir leise sein. Und was machst du hier, Räubermäuschen? Bist du hier sogar schön an... Schön am Spielen. Oh. Soll ich nochmal durchfahren? Mache ich gleich. So, wir haben von Freunden nochmal ein bisschen was bekommen. Sie hat uns gefragt, ob wir das haben möchten. Das habe ich gekauft. Das hat sie. Ja, genau. Und das dürfen wir jetzt haben. Es ist ein Wolle-Seide-Hemd von Engel. Sie hatten auch einen Buddy, aber da war ich mir noch nicht so sicher. Größe ist 86,92. Aber wenn ich es so angucke, es wird noch ein bisschen lang sein. Oh, willst du mitgucken, Ella? Okay, komm mal mitgucken. Okay, und das Sockenmonster war hier auch wieder unterwegs. Sie hat noch einen leichten Schnupfen, deswegen ziehe ich jetzt Socken an.
Sonst ja eigentlich immer barfuß unterwegs. Aber ja, also das, genau, ist auch noch super gut erhalten und das ist super schön auch, ja, wird lange passen. Und dann haben wir hier nämlich so einen Stuhl, also hier ist noch so eine Leggings, hat sie noch beigelegt. Das ist eigentlich für einen Tisch, also sowas habe ich mir schon überlegt gehabt bei Finn damals. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen oder nicht, aber sie haben es halt weggegeben, deswegen dachte ich so, ja, gerne. Falls man mal irgendwie unterwegs ist, das kann man halt so an den Tisch klemmen, ne? Dass das Kind, dass man immer irgendwie einen Stuhl dabei hat, wenn man irgendwie, ja, jetzt ist es jetzt nicht unbedingt so, aber wenn man irgendwie im Restaurant ist oder bei Freunden zu Besuch und die haben jetzt keinen Kinderstuhl. Möchtest du da rein? Ich glaube, das geht aber nicht so gut, Finn. Kannst du mal probieren, aber ich glaube, dass du da schon ein bisschen zu groß für bist, weil das eigentlich für Babys gedacht ist. Ja, bumm. Genau, und das klemmt man so an den Tisch ran. Das könnte zum Beispiel die Oma auch haben. Das könnte eigentlich Oma mit nach Hause nehmen. Und wenn Ella dann mal bei ihr ist, dann kann sie da auch drin sitzen. Dann hat man halt immer, dann sitzen die Kinder halt mit am Tisch. Ne? Das finde ich eigentlich ganz cool. Oder wenn man irgendwie unterwegs auf Reisen ist und im Restaurant, dann kann man das mitnehmen. Opa. Ja, Oma und Opa haben einen Stuhl eigentlich, aber nur einen. Müssen wir mal gucken, ne? Aber da, das dauert noch ein bisschen, bis wir da sind wieder, mein Schatz. Und dann haben sie nämlich noch sowas, das typische IKEA-Teil. Das hatten wir bei Finn nämlich gar nicht. Und ich dachte mir eigentlich jetzt gerade auch zum Üben, so für Ellas Hand, zur Koordination, so ist das sowieso immer toll. Deswegen. Und Finn spielt auch noch ganz gerne mit, ne? Weil du sagst, das habt ihr auch im Kindergarten. In der Schule habt ihr das auch, ne? Ja, genau. Also mal gucken. Und jetzt möchte Finn, dass ich wieder mit ihm spiele, ne? Muss ich wieder Auto fahren? So, Ella macht hier ihr erstes Schläfchen. Das dauert in letzter Zeit immer so ein bisschen, bis sie zur Ruhe findet. Obwohl sie eigentlich schon müde ist. Ich mache gerade das Babyfon an. Hat es jetzt eine halbe Stunde gebraucht. Ich weiß nicht, für andere ist das vielleicht normal, aber weil sie auch nichts trinken wollte mehr. Also sie hat was getrunken bei mir und dann war es vorbei. Da wollte sie wieder rumtun und war eigentlich hundemüde, aber hat dann echt dagegen angekämpft. Und ich muss unbedingt ihr Bettchen runterlegen, weil sie jetzt über diese, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich habe ja hier die Sperre, wie sagt man das so, den Rausfallschutz habe ich ja zwischen unseren Betten gelegt, unseren Matratzen, dass ich sie halt in ihr Beistellbett legen kann und dass sie dann nicht rausfällt. Es ist ja aber so ja, am Klettern, sie ist so eine Klettermaus, echt extrem, dass ich unbedingt das Bettchen runterletzen muss, dass sie halt nicht rausklettern kann, weil gerade eben hat sie es zum ersten Mal geschafft, als sie nicht schlafen wollte, ist sie immer rüber von einer Seite zur anderen. Deswegen muss ich das gut im Auge behalten, sobald sie wach ist, und dann müssen wir das später unbedingt runterstellen. Bis hierhin hat sie es nämlich noch nicht geschafft, heute das erste Mal. Genau, ich wollte euch nochmal ganz kurz an etwas erinnern. Ich hatte ja das vor ein paar Wochen von einiger Zeit schon mal vorgestellt. Und zwar wollte ich euch nochmal an die Produkte von Loyona erinnern. Wir haben die jetzt schon ein bisschen ausgetestet bei Ella. Es gibt ja da zwei Produkte von. Einmal diese Lösung, gegen die Schuppenlösung. Das ist ja für Kopfgneis, kann man es verwenden, für den richtigen Milchschorf oder auch für Ekzem und Schuppenflechte. Und bisher hatten wir immer ein normales Öl verwendet für Ellas Kopfhaut. Aber diese Lösung, die löst die Schuppen so viel effektiver. Und auch viel schonender, da muss ich nicht so rumrubbeln. Das ist echt, also das kann ich echt empfehlen. Aber auch vor allen Dingen dieses Fluid, ich liebe das. Das ist so toll. Das ist halt so eine, ja, ganz leichte, geligere Konsistenz. Und Ella hat ja immer so juckende Kopfhaut, dass sie sich echt die ganze Nacht sonst aufkratzen würde und überhaupt nicht zur Ruhe findet. Auch tagsüber, aber vor allen Dingen nachts, dann wird sie wach und dann ja, kratzt sie sich in einer Tour. Und dann trage ich das auf und das ist dann sofort weg. Wirklich eine Minute und ihr Juckreiz ist gestillt. Also es ist mega. Und vor allen Dingen halt dadurch, dass es so eine ganz gelige, leichte Textur hat, zeige euch das auch nochmal gerne, kann ich das halt auch super auf ihre Haare auftragen. Also ansonsten nämlich mit Creme oder sowas kommt man ja super schlecht durch. Sie hat jetzt noch nicht den vollsten Haarschopf auf dem Kopf, aber halt schon ein bisschen und auch längere Haare. Und da komme ich halt mit einer normalen Creme gar nicht durch. Und mit diesem Loyon Care, ich zeige euch das mal ganz kurz. Also es ist halt echt schön flüssig. Das stillt ihren Juckreiz sofort und kann ich auftragen. Es kühlt auch ein bisschen und ist wirklich mega. Ich verlinke euch mal alles unten in der Infobox. Bisher, wir testen es natürlich noch weiterhin aus, aber bisher bin ich echt davon begeistert. Vor allem von dieser von diesem Fluid, weil das halt Ella so wahnsinnig hilft. Ich war nämlich echt am Verzweifeln, habe nichts gefunden und jetzt, ja.
Ich bin, also bisher kann ich echt wirklich nur Gutes berichten. Was habe ich jetzt hier? Eine Matte. Oh, was ist denn das? Oh, was ist da drunter? Ist da ein... Ella. Ist da Ella drunter? Echt? Ich dachte, ich hätte Ella gerade schlafen gelegt. Ach, Ella, bist du von alleine wieder runtergekommen? Oh, hast du aber lange Beine bekommen, Ella. Oh. Und einen langen Körper und ganz viele blonde Haare hast du bekommen, Ella. Tschut. Spazi, sollen wir jetzt Milchreis kochen? Ja. Ja, wir wollten nämlich Milchreis kochen. Dann kann Ella später auch was von mitessen. Ja. Ja? Gut, das machen wir dann. Ja, du kannst auch mithelfen. Genau, schon mal einen Topf. Wir brauchen den mittleren. Genau, den brauchen wir. Oh, durch den zurück. Und dann müsste ich erstmal auswiegen, ob wir, also wie viel wir eigentlich noch an Milchreis haben. Ja, kannst mithelfen. Weil so viel schaut es nicht mehr aus. Normalerweise nehme ich immer 250 Gramm und 100, also 1 Liter Milch. Aber mal gucken, wie viel das noch ist. Welche Zahl ist das? Weißt du das? Null. Eine Null, genau. Jetzt kannst du hier mal aufmachen und den ganzen Reis da einmal reinschütten. Ich auch das Kleben. Probieren? Ja, kannst du. Aber mach mal erstmal auf hier. Die andere Seite. Das, ja, auf. Und dann kannst du das da so reinschütten. Den ganzen Reis. Einmal gucken. Ja, kannst du einen probieren. 160, ja, das ist zu wenig. Da müssen wir gucken, ob wir noch anderen Reis haben. Okay, das wird heute ein Experiment. Da wir nicht mehr genug Milchreisreis oder Risotto-Reis hatten, habe ich normalen Reis damit zugetan. Da hatten wir aber auch nicht mehr genug. Deswegen hatte ich jetzt noch ein bisschen Hirse damit reingetan. Also es wird ein Hirse-Reis-Brei. Wird auch lecker schmecken. Genau, habe ich jetzt ungefähr 250, 260 Gramm davon. Halt das mal gut fest, das Sieb bitte. Und dann kannst du den Reis nämlich schön waschen. Oh, schön festhalten. Das ist ganz schwer. Genau, Mama macht dir hier das an und dann kannst du den erstmal schön waschen. So, meine Kinder lieben beide Kokosmilch über alles. Finn isst die jetzt gleich so und für Ellachen nehme ich auch einen Löffel raus, dass ich das später wieder unter ihren Haferbrei, Obstbrei mischen kann. Sie hat das nämlich gestern zum ersten Mal probiert und hat das geliebt. Also ich habe es ja schon bei den Yamo Quetschis damals gesehen, dass, ich muss das gleich machen, Finn, dass sie die super gerne gegessen hat, diese mit Kokosmilch. Und ja, gestern auch, also echt Wahnsinn. Hat sie so viel gegessen wie noch nie. Ja, man kann Finn jetzt hier ein bisschen Kokosmilch essen. Und der Rest kommt dann nämlich in die... Na, in den Milchreis rein. Ich habe besser, ich musste die Kamera ein bisschen aufladen, muss ich da auch gleich wieder Öl reingetan. Also der Reis ist gut gewaschen, dann in den Topf rein, abgetropft mit ein bisschen Öl, bisschen glasig andünsten und dann kann da Milch rein. Also normalerweise ja, oder was heißt normalerweise, also ihr könnt da Kuhmilch reintun. Ich mache auch super gerne Hafermilch, haben wir jetzt aber nicht mehr so viel. Ich habe jetzt Reismilch, deswegen machen wir da jetzt Reismilch rein. Möchtest du die da reintun, Finn, die Reismilch? Ja. Ja? Okay. Oh, der Milchreis ist an sich soweit fertig. Ich lasse ihn jetzt noch eine halbe Stunde ziehen. Finn, was machst du da? Noch eine halbe Stunde ziehen und dann ist es nämlich auch 12 Uhr und Zeit für Mittagessen. Obwohl Finn hier auch schon probiert hat, natürlich nebenbei. Und ja, also ist das sehr lecker. Also normalerweise tue ich da Vanillezucker noch mit rein, einmal mindestens, oder ein Vanillezucker. Und dann, genau, kann man dann noch Zimtzucker rüberstreuen. Ich lasse das jetzt komplett weg, weil Ella da halt auch von mit isst. Aber ich muss echt sagen, dass der so auch echt schon richtig lecker ist. Durch die Kokosmilch gibt es eine richtig leckere Note. Und was wir dann auch danach zu essen werden, das sind so Kindheitserinnerungen von früher noch von mir. Habe ich gestern im Aldi gesehen und habe es dann mitgenommen und dachte so, ja, dann kochen wir Milchreis. Sind halbe Pfirsiche. Das haben wir da immer früher zugegessen. Halbe Pfirsiche, Milchreis und Zimt und Zucker. Mal gucken, ob Finn das auch gerne isst. Ich glaube schon. Die sind ja auch so in Zucker eingelegt, ne? So insofern, glaube ich, mag das fast jedes Kind das.
Und Ella wird dann einfach ein bisschen Obstmus dazu bekommen. Genau, aber jetzt mache ich den Deckel drauf und dann kann er so eine halbe Stunde quellen. Finn spielt in letzter Zeit oder eigentlich seitdem er den bekommen hat, vor über einem halben Jahr, so gerne immer noch mit diesem Kran. Er hat ja verschiedene Baufahrzeuge bekommen, aber der Kran ist der allerbeste. Vor allen Dingen, weil er hier so einen tollen Haken hat. Ja, und da kann man alles Mögliche dran mit festmachen. Kriegst du es hin? Ich halte den fest, ja? Okay. Bist du gefangen? Hat der Kran dich gefangen? Und was machst du jetzt? Jetzt willst du den Stuhl abschleppen, oder was? Okay. Drehen. Oh, ich glaube, dass der Stuhl ein bisschen zu schwer ist für den Kran. Meinst du nicht? Nee, geht das? Oh. Ja, Ellachen ist wieder wach. Sie hat jetzt fast 2 Stunden geschlafen. Momentan ist es nämlich immer so, dass sie eine Stunde später einschläft als sonst davor. Sie wird nämlich so gegen 6 Uhr wach. Ja, ich habe hier noch Pizza, genau. Finn hat mir eine Pizza gemacht mit Erdbeeren drauf. Ja, mit so Lichtchen. Genau. Und ich lebe noch Lichtchen. Hast du noch was? Ist ja auch was davon essen, Ella. Ja, normalerweise war sie dann immer, war ihre Routine, dass sie so gegen 9 Uhr einschläft. Aber jetzt ist das in letzter Zeit, also letzte Woche war es immer 10 Uhr morgens dann, ne? Und dann schläft sie so 1,5 bis 2 Stunden echt. Also das ist auch gut, aber dann wird sie halt so, ja, 11:45 wach und macht dann eigentlich kein zweites Schläfchen mehr. Dann kann es sein, dass sie nochmal, wenn wir Finn abholen von dem Kindergarten, dass sie so 2:30 nochmal 10 Minuten schläft. Oh, danke. Oder nochmal eventuell noch eine 1/2 Stunde, wenn wir dann spazieren sind. Aber ansonsten macht sie das nicht mehr. Hält dann wirklich durch, wo man eigentlich sagen würde, so ja, um 6 Uhr müsste sie dann so knülle sein, dass sie dann einschläft. Nee, es sind auch erst 7 Uhr. Also gerade ist es ein bisschen schwierig mit dem Einschlafen. Und dementsprechend ist sie dann auch abends natürlich ab 5 Uhr drauf. Ich habe es auch schon versucht, sie früher zu hinzulegen. Danke. Aber sie will dann einfach nicht schlafen. Naja, jetzt spielen wir hier noch was und dann essen wir gleich Milchreis, ne? Ja. Ja, genau. Ich glaube, dass da auch fertig ist. Ja, genau. Ja. Und dann können wir da leckeren Pfirsich zu essen und Ella ein bisschen Obstmus. Und dann können wir dann nachher auch rausgehen, ne? In den Garten und Papa helfen dann. Weil Papa helfen, der ist noch oben im Homeoffice, aber dann gehen wir gleich alle raus. Erdbeerpizza, lecker. Eine Pizza mit Erdbeeren, eine mit Zwiebel und Salami. Sollen wir Milchreis essen gehen? Ja! Ja! So, wir essen jetzt Mittag. Hier ist meine Portion. Ich glaube, man sieht's. Ja, ich bin eine Süße. Und ich habe den Pfirsich jetzt schon geschnitten. Für Finn auch mit so ein bisschen Zimt und Zucker und Pfirsichsaft. Und für Ella habe ich einfach den Milchreis und ich hatte noch so ein Aprikosen-Banane-Apfelmark. Genau, das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Ich bin sehr gespannt, ob Ella das essen wird. Am Anfang fand sie es noch komisch mit dem Reis. Aber jetzt, nee, in dein Zimmer hast du keine Tür, ne? Aber jetzt mag sie es, ne? Ist ja lecker. Upsa. Aber Ella ist so eine Turnmaus. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber sie stellt sich immer hin und aber wenn ich es noch eine weiter runter mache, dann kommt sie mit ihren Füßen da nicht mehr ran. Aber so, also sie klettert hier mir fast immer aus dem Stuhl raus. Das hat Finn nie gemacht, aber also bei ihr ist es echt so ein bisschen gefährlich. Also wir müssen mal überlegen, was wir hier noch machen mit ihr, weil seht ihr das? Also sie stellt sich da echt immer hin und kann das hier auf keinen Fall aus den Augen lassen. Noch ein bisschen essen? Ja. So, wir sind ja schon einige Zeit draußen. Bei uns im Garten geht es noch, aber es ist super windig draußen gerade. Aber durch unsere hohen Mauern links ringsherum ist es ein bisschen windgeschützt. Aber manchmal kommt hier so eine Windböe durch. Das ist echt ganz schön heftig. Heute Abend machen wir Pizza selber. Da waren wir gerade eben für Einkaufen noch. Haben ganz viel Gemüse und so gekauft. Oh, was war das? Wir spielen hier noch weiter im Garten.
Und dann muss ich mich auch bald dran begeben, um die Pizza vorzubereiten, den Teig und so. Da muss ja auch eine Zeit lang gehen. Deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich von diesem Vlog von heute. Für heute von euch so rum. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, mein Lieben. Tschüss!